So, haben wir. Okay, Stuff. Worker Training $500, 2000. Okay, alles klar. Customer Walking Speed. Dann haben wir Player Status. Okay. Müssen wir zwischendurch reingucken, ganz wichtig. Shop Upgrades. Add Lighters Display. Magazine Display. Ach du Heiliger. Hotdog Grill, geil. Closest Display. Okay. Shop Rating. 0%. Flashlight. Was? Will ich nicht. Tablet war cool, ne? Will er ausmachen. Sales None. App Store. Okay, hier können wir also die Sachen kaufen. Bank Account. Okay. Die Apps können wir also kaufen noch. Zusätzlich im App Store. Also Abschlepper, Taxi-App. Krass. So, dann haben wir die Rechnung, welche wir bezahlen müssen. Und wir haben hier Customer Complete About the Following Products Be Missing. Okay, hier stehen also drin, was gerade missing ist im Shop. Gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal ein bisschen einkaufen gehen. Bei dem Java Shop. Das ist da. Das heißt, wir müssen oben entlang fahren. Da würde ich mich mal hinbegeben. Der Shop hat ja offen. Moin. Okay. So. Dab, 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 dab. So, dann wollen wir mal. Machen wir uns mal auf den Weg zum Barbershop. Erwin Müller ist wieder on the road again. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Java-Shop. Huch, hier ist... Oh Gott. Oh Gott, Bahnübergang. Ich hoffe, da kommt kein Zug. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das müsste die Werkstatt sein. Jo. Das sieht aus wie eine Werkstatt. Krass. Wir müssen also auch aufpassen, dass wir auch tanken und so, ne? Hilfe. Uah. Eine Uhrzeit wäre noch schön, wenn die eingeblendet werden würde. So, hier ist die Tankstelle. Dann müsste ja jetzt hier irgendwo der Java-Shop kommen. Da ist er. Was hier ist, weiß ich. Oh, Elektronik-Store. Holy shit. So, warte. Ich parke mal direkt vor der Tür. So. Ja, Mann. So, Mr. Java ist da. Oh, komm, wir gehen erstmal im Elektronik-Shop. Ich will einmal gucken. Also, Mediamarkt und so. Saturn hier. Electronic Store. Moin. Hä, wie geil. Aha, Phone Cases. Tablet Cases. Hüllen, Hüllen, Hüllen. Ach, krass. Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Elektrozeug. Hä, da flimmert's da hinten. Was ist das hier? Oh, Watches. Name. Was ist das hier? Ach, du Scheiße. Hier gibt's... 1000 Variationen. Was ist denn oben? Gibt's hier auch Videospiele? Ich frage für einen Freund. Erwin Müller sucht. Ich komme da gar nicht hoch. Wie schade. Ich probiere mal was. Haha. Ausgetrickst. Oh nein. Okay, warte. Das probiere ich jetzt. Das muss doch gehen. Wenn wir schon einmal hier sind. Schade. Oh, ich will aber hier nicht wegglitschen. So, warte. Okay, das ist aber, glaube ich, nur Deko da oben. Ja, da kommen wir nicht hoch. Schade. Werde ich vielleicht noch mal probieren. Warte ab. Okay, so, dann gehen wir mal zum Java-Shop. Java, Java, Java. Wir haben 394. Mal gucken auf der Uhr. Ah, Uhrzeit ist 11 Uhr. Okay. Wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir eine gewisse Routine reinkriegen mit Uhrzeit öffnen. Also mit Öffnen des Shoppes. So, guten Tag. Oh, Nogga, ich hätte gern Eis. Aber wir haben noch keinen Kühlschrank. Guten Tag, Herr... Steelman. Okay. Hier gibt's also Eis. Hier gibt's die Kühlsachen. Und was haben wir hier? Okay. Normalpreis 35, Currentpreis 35. Toilette Cleaner 45. Normalpreis 50 ist ein Good Price. Ah, steht sogar. Good Price. Bodyöl. Hairöl. Okay. High Price 62. Alter Schwede. Okay, Toilettenpapier. Was kaufen wir denn mal ein? 184, Alter. Was zur Hölle? Wir sollten auf jeden Fall erstmal zusehen, dass wir erstmal ein bisschen was Kleines holen. $16. Was ist denn das? Ist das ein Lufterfrischer?
Ach, das ist Mehl. Mehl, okay. 7 Dollar, nice price, kostet normalerweise 10. Boah, ich weiß gar nicht. Sandwiches? Message, Avocado ist ein Sandwich. 43. Puh, was ist das denn? Honey Rings! Das haben wir jetzt aktuell, okay. Wir haben 407. Hui. Okay, ich weiß noch nicht, was gut ist. Oh, hier Chips, ne? Ach, Chips ist das, was wir da haben, oder? Sind das Chips? Crisp Way? Gut Preis, 12. Hier, Crisp Way Dings. Ja, das sind Chips. Das ist ein guter Preis, das würde ich mal kaufen. 1. Ach so. Okay, da sind dann also mehrere drin wahrscheinlich, ne? Kann ich das hier oben drauf platzieren? Geht das? Das stand ja, ne? So, dann würde ich gleich direkt nochmal eine mitnehmen. Da kriegen wir es ja gut verkauft. So. Okay, was kaufen wir denn noch ein? Getränke sind, glaube ich, auch ganz gut gesehen, ne? Ah, Cola-Bottle. Cola-Bottle L ist sogar im Angebot für 24. Würde ich mal vielleicht 2 Stück mitnehmen. So, warte. So. Muss bedenken, ich muss das auch alles einräumen, ne? Aktuell ist ja der Preis gut, deswegen nehmen wir das mal mit. Aber warte. Ich weiß nicht, ob das geht, ne? Wir werden es sehen. Warte. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, was ich hier vorhabe. Kann ich denn, warte mal, kann ich noch ein paar Sachen einfach in die Tasche mitnehmen? Weil ich kann hier unten einfach wechseln. So, was würden wir denn noch holen? Limo. Dose. Pepsi. Energy Drink ist High Price. Was haben wir hier? Sprite. Nee, Water Bottle. Okay. Watermelon Drink. Was haben wir hier noch? X. Oh, X ist Good Price. X nehme ich mit. 2-mal. Und dann würde ich tatsächlich noch irgendwie Chips hatten wir. Kekse haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen auf Tash. Sandkekse, auch schön. Oh, Strawberry Jelly ist aber teuer. General Dressing. Peanut Butter ist guter Preis. Glasreiniger. Zahnpasta, aber ist teuer, ist High Price, nicht gut. Aber heißt das jetzt, dass Normalpreis so viel es normal kostet? Wahrscheinlich, ne? Ich würde Mehl mitnehmen noch einmal und was nehmen wir denn sonst noch mit? Was könnten wir denn sonst noch mitnehmen? Hier, Weichspüler. Weichspüler noch mit und dann würde ich sagen, packen wir es oben drauf. So. Und dann würde ich sagen, fahren wir los. Reicht mir erstmal. Ich hoffe, das geht. Bleibt das oben drauf? Ja, okay. Auto, warte. Nein, ich will fahren. Ich kann nicht. Hilfe! Hilfe! Oh, huha. Okay, ab zu unserem Schöppchen. So, Erwin Müller. Ich bin Geschäftsmann. So, müssen also gucken, dass wir auch immer Sprit haben, ne? Gut, dass hier keiner fährt. Da kann ich in der Mitte auf dem Streifen fahren. Das gibt dem Gegenverkehr die Möglichkeit, die doppelte Ausweichmöglichkeit, wenn man in der Mitte fährt. Schon mal überlegt. Oh, oh. Uah. So, da ist unser Schöppchen. Ich frage mich, wofür die Klinik ist. Ja gut, wenn wir sterben vielleicht, ne? So, Erwin ist da. So, what's going on hier? Erwin ist in der Haus. Moin. Hui, das Regal leert sich. Was? Warte. Ich platziere mal ein paar Boxen hier. Was? Oh, der geht weg. Oh nein, wir müssen unser Auto woanders hinparken. Ja, es tut mir leid. Okay, dann parke ich mal lieber hier. Glaube ich besser. So, kann ich mitnehmen? So, so und so. Warte.
So, aber da kriegen wir hin. Weil da müssen wir jetzt auch gucken, was natürlich jetzt gut gekauft wird auch, ne? Das ist jetzt wichtig. Da wir ja... Oh, Mehl. Mehl packe ich direkt hier oben hin. Da wir ja jetzt, natürlich erstmal schauen müssen, wie unser Laden läuft, wie gut der ankommt, was die Leute haben möchten. So, Mehl haben wir. Sehr schön. Getränke. Packe ich mal hier unten hin. So, Cola. Große Cola-Flasche. Die werden uns ja in der App sagen, was die brauchen oder was die haben wollen. Da können wir dann mal gucken, ob das viel mehr ist. So, die Kartoffelchips, Paprika. So, hier hin. Da wird ja wahrscheinlich in der App dann drinstehen, was benötigt wird. Und vor allem können wir auch sehen, was gut verkauft wird. Das ist ja wichtig zu wissen. So, da haben wir nochmal die Cola. Stimmt, wir haben ja zwei Pakete geholt. Vier Stück sind da drin, sehe ich das richtig immer? Zwei, drei und vier. Ja, fünf. Sind es fünf? So. Okay. So. Was hatten wir da? Ach, die Eier. Jo, die Eier müssen ja nicht gekühlt werden, was sehr schön ist. Die backe ich mal hier neben dem Öl. So. Ah, übereinander stapeln wäre noch schön. Zumindest solche Sachen, das kann man ja. Boah, die Eier nehmen echt viel Platz weg, ne? Ein Eierkarton haben wir noch. Kriegen wir den dazwischen? Ich drehe mal. Oh. Ja, okay, sehr schön. So, dann haben wir nochmal Eier. Eier, wir brauchen Eier. Bin mir nicht sicher, ob Eier so gut laufen. Das werden wir sehen. Ich habe jetzt auf gut Glück einfach Eier gekauft. So. Blöd nur, wenn wir auf die Eier sitzen bleiben. Das ist blöd. So, Weichspüler. Kommt direkt neben den Eiern. Erstmal. Ich bin gespannt, wie das läuft mit neuen Regalen kaufen und so, ne? Weil wir werden ja nicht lange hier mit einem Regal auskommen. Das wird ja nicht funktionieren. So, dann haben wir noch hier die anderen Chips, glaube ich. Sind das andere? Ah, wir haben zweimal Chips gekauft, ne? Packe ich die denn hin? Hier. Hier. So, ich finde es gut, dass er sich speichert, wie rum die stehen. Dann packe ich die anderen hier oben drauf. Wir haben ja oben noch Platz, ne? So. Das sieht doch nach einem gefüllten Regal aus. Tante Emma Laden ist hier eröffnet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, ich habe dir nichts getan. So, dann gucken wir doch mal. Wie sieht's denn hier aus? Customer complete about the following products being missing. Oh Gott. Otterflakes, Sugar, Eiskoffee, Bananen, Cerealien. Okay, was? Melone, Soße, Cookies. Okay. Bewertung? 3%. Okay. Sales? Ja. Was wird denn echt viel gekauft? Aktuell? Oil? Zweimal? Ah, okay, das Spiel ist pausiert, wenn wir im Tablet sind. Okay, krass. Milk? Kann man noch nicht so richtig beurteilen, ne? Muss man mal schauen. Rechnung haben wir noch nicht. Ja. Player-Status. Food. Wie können wir denn was essen eigentlich? Wie essen wir denn? Ah, da müssen wir bestimmt auf Dings, ne? Oh, da müssen wir bestimmt hier irgendwo... Houseware. Ist das da, wo wir hin müssen? Oder Bakery? Müssen wir zum Bäcker? Ich würde mal zum Bäcker einmal rüber düsen. Beziehungsweise können wir auch hinlaufen. Komm. Erwin Müller hat Hunger. Auf dem Brezel. So, Freunde. Mein Business läuft. Alter, was ist das hier für eine Wohngegend? Wo kommen die überall her? Und voll die Zwillinge hier. Hilfe. So, Atomic Bakery. Hallo. Guten Tag. Ich würde gerne... Aber sind das Sachen, die ich essen kann? Oh, mh. Oh, lecker. Mh. Oh, mh. Donut. Mh. Was? Ah, ein Bakery-Stand können wir sogar kaufen. Für 400.
Holy shit. Aber kann ich das selber essen? Kostet 12 Dollar. Ein Brot. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das essen kann. Weil es sieht eher aus, als könnte man hier von der Bakery Donut, hey, da oben stehen nur Donuts. Du verkaufst auch Brot. Mr. Möchtegern Hitman. Mit seinem Atomzeichen hier von, wie heißt es noch? Ich komme nicht drauf, die Serie. So. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir da was essen. Oder wir fahren mal da oben zu dem Topf. Der da oben ist, das Houseware. Würde ich einmal hindüsen. Wird es ein Abend? Ich weiß gar nicht. Ich frage mich, wo die herkommen. Na, ist ja auch egal. So, Top Daily. Huch. Ich weiß nicht, ob wir unser Dings später umbenennen können. Unser Business. So, Erwin hat Kohldampf. Weil wir müssen ja auch wissen, wie wir und wo wir essen können. Deswegen würde ich jetzt einmal ein bisschen rumdüsen. Unser Shop läuft ja aktuell für den ersten Tag. Relativ gut. Oder was heißt gut, aber okay. Hui. So. Öl müssen wir bestimmt Ölwechsel machen hier in der... Uah! Oh Gott, nein, 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 nein. Unfall. Gott sei Dank brauchen wir keinen Abschlepper. Oh Gott. Wahrscheinlich müssen wir dann Abschlepper rufen. Das ist ja toll. Gut, die Werkstatt wäre nicht weit gewesen. Das wäre wahrscheinlich nicht so teuer gekommen. Deswegen, das geht ja dann. Oh, ich muss aufpassen mit Lenken. Oh, wir brettern hier. Uah, nichts passiert, alles gut. Gott, diese Steuerung. So, wir sind jetzt am Java-Shop. Wo sind wir denn da jetzt? Da, das heißt, das muss direkt hier rechts sein. Oder? Nee, links. Links muss das sein. Das muss hier irgendwo sein. Da, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ist das da? Houseware. Hier. Ich halte mal eben. So. Ist das... Ach, Haushaltswaren. Ach so. Oh, lol. Hier kriegst du Teller, Töpfe und den ganzen Krempel. Was haben wir hier? Hier gibt es Schuhe, Klamotten. Ganz toll. Moin. Okay. Kann ich auch ein Regal kaufen? Okay. Hä, hey, ist irgendwie ganz cool. Ich wünsche mir sowas im Rennspiel. So wie bei Test Drive Motel. Können wir da auch noch was machen? Da können wir auf jeden Fall noch Regale kaufen. Aber wo essen wir denn was? Auf der Farm? Auf der Farm kommen wir ja nicht hin, ne? Meat Factory kriegen wir bestimmt frisches Fleisch. Aber wo essen wir denn was, bitte? Oder kann man das, wenn man es in der Hand nimmt, doch essen vom Bäcker? So, hier die alten Scheunen sind ganz toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Equipment... Oh, cool. Ich geh mal einmal gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Simulatoren mittlerweile, also die wären sehr, sehr cool in der letzten Zeit. Also die legen immer mehr zu, ne? Und wie detailreich das auch alles ist. Oh, cool, ein Stuhl. Vegetable. Ah, hier. Für Dings. Was ist das hier? Eine Lampe. Guten Tag. Zeitung. Okay, das kostet 120. Das geht eigentlich. Könnten wir uns eigentlich holen. Das kostet 100. Aber ich bin gewollt, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr auszugeben. Oh, 500, Alter. Designtische. Das ist hier, glaube ich, genau für Obst und Gemüse. Bakery kriegen wir hier auch. 400 kostet genau dasselbe. Alter, das will ich haben. Oder das hier, auch schön. Kostet 1000. Holy shit. Hier gibt es die Kühlschränke auch. 1000, 1200. Fridge, auch ein Fridger. 1000. Alter Schwede. Alter Schwede, alter Schwede. Das sind geile Regale. Auch ein Regal, okay. Ja, nice. Sale-Schild. Ich weiß gar nicht, ob wir Wall... Corner? Ach, wir können... Ach, cool. Wir können eine Wände kaufen für unseren Laden. Ich frage mich, ob wir die Preise anpassen können. Ich bin gewollt, tatsächlich hiervon vielleicht nochmal zwei zu kaufen. Oder vielleicht sogar hiervon eins.
ich finde das nicht so schön, ne? Ich meine, wir haben mehr Platz. Aber da oben, wir sollen denn da oben? Wie soll ich denn da oben rankommen? Da komme ich noch nie im Leben dran. Okay, wir haben hier 1, 2, 3. Da haben wir 1, 2, 3, 4 Plätze sogar. Wir können es ja wahrscheinlich irgendwann wieder verkaufen. Ich kaufe hier von 1 und hier von 1. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal wegen Essen. Ich glaube, so langsam wird es auch Abend, ne? Da ist... Weiß ich gar nicht, ist da noch irgendwie was? Mal eben gucken. Doch, da ist noch irgendwas. Was ist denn das? Ist das hier unser Konkurrent? Furniture? Ach, hier gibt's... Hier gibt's Einrichtung. Ja, so parkt Erwin Müller. So. Oh, geil, für unser Zuhause. Hä, wie cool. Was ist das denn von so... Hören Sie mal, junger Mann. Also, das ist ein Sofa, da möchte ich, glaube ich, nicht wissen, wo sie es herhaben. Sind das benutzte Möbel? War das nicht so? Das sind New Furniture? Das würde ich eher zu Used Furniture hier drüben. Also... Und vor allem, wie viel will er dafür haben? 1300, du spinnst doch wohl. Ich glaub's ja wohl. Was ist denn Lautsprecher? Kann ich ihn kaufen? Was ist hier? Okay. Hören Sie mal. Also, das ist ja wohl eine Frechheit. Eine bodenlose Frechheit. Oh, Ofen. Oh, ein Fernseher. Schön. Was ist das für ein komisches Geräusch? Oh, wir sollten nach Hause, ne? Wie spät haben wir denn? Oh, es ist 21 Uhr. Oh, wir sollten auf jeden Fall schlafen gehen. Oh, ich komme. Und der Laden ist noch offen. Wir müssen den Laden noch schließen. Ich glaube nicht, dass das unser Mitarbeiter macht. Oder? Boah, ich komme. Erwin. Mein Maserati fährt 210. Schwupps, die Polizei hat's nicht gesehen. Ich gebe Gas. Ich geb Gas, ich geb Gas. So, Erwin Müller on the road again. Hui, Wollte ich schon immer mal machen. So, alles gut. Light mit L. So, machen wir mal Licht an. Ist ja ganz schön duster hier. Nein, aber ich muss wirklich sagen, die Simulatoren, die werden echt gut. Die werden immer besser. Also, ich muss sagen, mir macht das echt Spaß gerade. Hätte ich nicht gedacht. Ich war echt ein bisschen skeptisch. Weil der erste ja so ein bisschen Dings war, aber... Ich hab's gewusst. Gott, die Steuerung ist grauselig. Okay. So. Ich hoffe, unser Auto geht davon nicht kaputt. Wir müssen ja hier rein, ne? Beziehungsweise wir sind am Laden vorbeigefahren. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Ich komme! Nicht, dass hier... Natürlich, der geht nach Hause und macht die Tür nicht zu. Alter, den, ich kündige den. Aber warte mal, wir können trotzdem mal schon mal hier platzieren. Oder mache ich hier ein bisschen? Ich würde tatsächlich einfach hier auch ein bisschen platzieren. Kann ich? Ich frage gerade mal, kann ich für einen Freund... Kann ich eigentlich ein Regal mit Sachen umplatzieren? Geht das? Pickup mit Tee? Oh, nee. Nein, wollte ich nicht. Entschuldigung. Puh. Oh, okay, die Sachen bleiben stehen. Ich mache mal eben hier zu. Unser Shop ist closed für Customers. Und da müssen wir morgen ein bisschen einkaufen gehen und mal ein paar Sachen kaufen. Also hier, na, sag mal schnell. Na. Neue Artikel. So, jetzt aber. Ah, es ist dann mit der Bakery, wollte ich einmal ausprobiert haben. Das wäre doof, wenn das Auto einfach wegfahren würde. Auto! Auto! I'm hungry. Ja, ich weiß! Mein Auto macht sich selbstständig. Ich weiß nicht, warum mein Auto sich selbstständig macht.
Oh Gott, es ist verflucht. Deswegen ist auch so ein komischer Rauschnebel hier. Oder beziehungsweise, deswegen hört sich das auch gerade so ein bisschen komisch an. So, okay. So, guten Tag, junger Mann. Ich hätte gerne hier mal so ein Baguette, oder? Will ich so viel ausgeben? Ich kaufe mal hier so ein Brot. Kann ich das essen? Nein. Oh, toll. Okay, das ist auch nur zum Verkaufen da. Aber wie esse ich denn was? Ich weiß nicht, wie man was isst. Hier haben wir die Klinik. Ich weiß nicht, wofür sie ist. Was ist das hier? Was ist... Oh nein, bleib doch einfach stehen.